Welche Voraussetzungen werden benötigt und wie ist der Konzeptüberblick? Bei einer Erstinbetriebnahme muss der Connection Manager von der Webseite zur Produktdatenbank der Gamma Gebäudesystemtechnik geladen werden. Siehe Link. Wählen Sie dazu das IP Control Center aus und benutzen Sie den Link der Spalte in der Software. Andererseits kann der Link zum Laden des Connection Managers auf der Konfigurationsseite des IP Control Centers verwendet werden. Siehe Konfigurationsseite. Voraussetzung ist die installierte Firmware Version 4 und höher. Der Connection Manager, installiert auf dem Projektierungs-PC, ist das Bindeglied zwischen dem IP Control Center und den Editoren, welche für die Projektierung der Visualisierungen verwendet werden. Die Installation des Connection Managers wird im Kapitel 2.1 Installation des Connection Managers genauer beschrieben. Dieses Übersichtsbild veranschaulicht das Funktionskonzept des IP Control Centers.